Florian Silbereisen und Helene Fischer. Schmatz. Diesen Kuss sahen 6 Millionen Zuschauer. Erfolg für die ARD und Florian Silbereisen, die neu benannte Schlagerbuhnen-Show erreichte am Samstagabend stolze 6 Millionen Zuschauer. Höhepunkt war der Auftritt von Helene Fischer. Gleiches Konzept, neuer Name, was früher das Herbstfest der Volksmusik war, heißt jetzt Schlagerboom das internationale Schlagerfest. Die von Florian Silbereisen moderierte ARD-Show wollte so auch das jüngere Publikum ansprechen und genau das funktionierte. Laut dem Mediendienst media.de schalteten über 6 Millionen Zuschauer am Samstagabend ein, das entsprach einem Marktanteil von 21,8%. Bei der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es im Schnitt 980.000 Zuschauer und damit so viel wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das ganze Spektakel fand noch größer als sonst in der Dortmunder Westfalenhalle statt. Silbereisen lud neben den üblichen Verdächtigen wie Karel Gott oder Albano und Romina Power auch Sänger wie Ross Anthony oder DSDS-Sieger Prinz Damien ein, die das junge Publikum noch von RTL kennt. Auch Vanessa Mai und Andreas Gabalia traten in der Sendung auf, außerdem kam Maite Kelly auf die Bühne, die es jetzt ebenfalls mit deutschen Schlagern versucht. Helene Fischer kündigte ihr neues Album an. Und natürlich dürfte bei Florian Silbereisen auch Helene Fischer nicht fehlen. Mit der Schlagersängerin ist der 35-Jährige seit 8 Jahren liiert, beide befeuern die Karriere des jeweils anderen. Fischer kam als Höhepunkt des Abends ganz zum Schluss auf die Bühne und präsentierte gleich mehrere Songs. Nach der Show küsste sie Silbereisen unter dem Jubel des Publikums auf den Mund, bevor sie kräftig Werbung für ihr neues Album machen dürfte. Die vergangenen Monate habe ich intensiv an meinem neuen Album gearbeitet. Ich habe eine Menge vor. 2017 bin ich wieder zurück auf der Bühne, kündigte die Atemlos-Sängerin an, die zuletzt im April bei der Echo-Verleihung öffentlich aufgetreten war. Ihre Fans können sich auf eine große Tour mit viel Akrobatik freuen, denn die 32-Jährige hat gemeinsam mit Künstlern des bekannten Cirque du Soleil eine neue Bühnenshow geplant.